und frohes neues Jahr euch allen. Ich hoffe, ihr hattet gestern ein schönes, ruhiges und familiäres Silvesterfest und es hat euch gefallen und ihr habt ordentlich geschlemmt. Ich habe leider nicht geschafft, gestern das Päckchen von der lieben Romy auszupacken. Das werde ich jetzt tun. War einfach nicht drin. Ging nicht. So, ich bin sehr gespannt, was du mir da noch geschickt hast. Du liebe Seele, du. Okay. Wir haben übrigens gestern das Spiel gespielt, das du mir in dem Adventskalender am Heiligabend reingelegt hattest, das Hexenspiel. Und wir haben richtig Spaß gehabt. Das ist total niedlich. Also es hat sich voll gelohnt. Das haben wir auch, als wir wach waren, in der Nacht gespielt. Ja, die Kinder haben die Nacht durchgemacht und haben das in der Nacht dann auch nochmal gespielt. Und das andere auch. Ach, wie süß. Oh, das ist ja niedlich. Der Pilz ist schon ganz toll. Und hier haben wir ganz viele Glücksbringer drin. Ach, ist das putzig. Guckt mal. Wie niedlich alleine schon die Luftschlangen sind. Okay, dann haben wir hier ein kleines Schweinchen. Ein singendes. Das ist toll. Zeige ich dir gleich mal. Das darfst du dir gleich alles angucken. Oh, und ein Paper Pop. Ach, wie schön. Ah, cool. Ich muss wissen, welchen Kleber du benutzt. Meins hältst du nicht. Schön ist das. Richtig schön. Vielen Dank dafür. Oh, und einen Anhänger hast du gemacht. Oh, mit ganz viel Glück dran. Ein Glücksschweinchen, ein Glückskleeblatt und ein Schornsteinfeger. Ach, wie süß. Und was für eine tolle Idee, das so da dran zu klemmen. Voll cool. Dankeschön. Oh ja, die werden wir heute Abend zünden. Wir hatten gestern auch welche. Die können wir dann heute Abend zünden. Mhm. Ja, du darfst auch eine. Und ein Kerzen. Ja. Und ein Schokolädchen ist dabei. Wie niedlich. Und noch so ein schöner Käfer. Ach, cool gemacht. Echt tolle Idee. Und einmal Konfetti. Happy New Year. Schön. Alles total aufeinander abgestimmt. Echt wunderschön. Oh, das ist eine tolle Idee. Das ist richtig cool. Das werde ich mit den Kindern aussehen. Aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen warten. Ne? Ich glaube, der Boden ist noch zu kalt. Guck mal, Marlene, das sind Samen für vierblättrige Kleeblätter. Es kommen bestimmt auch ein paar dreiblättrige dabei raus. Aber auch vierblättrige. Was bist du? Oh, das ist cool. Das dürfen meine Kinder heute Abend auch noch benutzen. Was ist das? Ein Partypopper. Eine Konfettikanone in klein. Cool. Die dürft ihr heute Abend noch machen. Dann könnt ihr das Jahr willkommen heißen. Aber darf man noch das machen? Es ist kein Feuerwerk, Marlene. Feuerwerk war ja eh verboten. Es ist kein Feuerwerk. Es macht nur plopp und es kommt ganz viel tolles Konfetti raus. Cool. Und ein, im Englischen heißt es Stirrer, glaube ich, ne? So ein Umrührgedöns für in einen Cocktail. So. Zeig, vielleicht weiß ich, wie es war. Achso, das ist irgendwie so ein Schirmchen. Das haben wir mit dieser Kokosnuss. Ein Rührstäbchen. Und das ist ja auch schön. Voll cool. Ich glaube, ich habe alles raus. Eine tolle Idee. Romy, vielen lieben Dank. Das sind echt mal wieder total schöne Sachen. Du hast immer so tolle Einfälle. Ich bin da eher einfallslos, aber ich freue mich darüber. Und ja, jedes Mal, wenn du mir so schöne Sachen schenkst, lerne ich draus. Vielleicht fallen mir dann ja auch ein paar schöne Sachen ein oder ich kann zumindest Dinge mal nachmachen. Das ist echt süß, das Schweinchen. Sehr niedlich, sehr, sehr niedlich. Den finde ich auch richtig toll. Tolle Charms hast du da ausgesucht. Huch, ich bin gar nicht im Bild. Ja, normalerweise ist die Kamera höher. Tut mir leid. Also, super cool, tolle Überraschung, ist dir gelungen. Vielen lieben Dank dafür. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Adventskalender. Was haben wir gesagt? Ich glaube, Winter und Herbst als Thema, oder? Du kannst dich natürlich auch noch umentscheiden. Ach, das muss rein. Auch hier oben? Ja, da oben auch. Auch gelb? Ja, auch gelb. Okay, kannst du den einmal zeigen?
Ja, kann ich machen. Marlene malt gerade einen Vogel an, den wir mit dem 3D-Drucker ausgedruckt haben. Weil der hält die Farbe nicht so, wie wir wollen. Und hier oben, hier unten, das kann man aufdrehen. Und da drin wollen wir einen Cache verstecken. Da kommt ein Logbuch rein. Das Ganze wird ein Cache sein. Und das Vögelchen werden wir dann mit einem Nylonfaden an einem Baum befestigen. Wie heißt der denn dann nochmal? Birdie oder sowas. Ja, das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall malt Marlene den jetzt erstmal an, damit er auch einigermaßen real aussieht. Es wird ein Wellensittich. Ein Wellensittich. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und lasst es euch gut gehen. Jammert nicht über das letzte Jahr, es bringt eh nichts. Macht euch einfach dieses Jahr besonders schön. Alles Gute für euch. Tschüssi.